So, dann können wir pünktlich loslegen um 5 vor mit dem nächsten Vortrag. Und zwar wird uns Hartmut Holzgräfe etwas nun darüber erzählen, wie man mit MapNIC und Python OSM-Daten rendert. Ja, hallo, das ist so ein klein bisschen die Fortsetzung von dem Vortrag von heute Morgen. Und zwar geht es jetzt um die technischen Details, die da unter der Haube passieren. Nochmal ganz schnell, mein Name ist Hartmut, ich komme aus Bielefeld. Niemand lacht. Bin Informatiker und Elektroingenieur, aber das Letzte praktiziere ich nicht. Bin OpenStreetMapper seit 2007 und verdiene mein Geld als Datenbank-Supporter bei früher MySQL, jetzt MariaDB. Und hier sehen wir einen schönen Renderfehler. Jo, da ist alles drauf. Okay, was ist MapNIC? Wie läuft das alles ab? Da haben wir erstmal das schöne übliche Informatikdiagramm. Wir haben irgendwo links Input, irgendwo rechts Output und irgendwo dazwischen passiert was. Und fangen wir an mit der Eingabenseite. MapNIC kann aus verschiedenen Geodatenquellen Daten lesen, um sie dann später darzustellen. Das ist im Wesentlichen sind das Shapefiles, SQL-Datenbankabfragen oder GeoJSON-Daten. Das sind die Formate, die wesentlichen Formate, die direkt unterstützt werden. Und es gibt auch noch einen Plugin-Mechanismus für Eingabeformate. Und damit lassen sich dann zum Beispiel über das OGR-Plugin Vektor- und Rasterformate lesen, unter anderem das OSM-XML-Format oder GPX-Dateien. Und mit GEDA kann man auch verschiedene Rasterformate verarbeiten. Das wird bei OpenStreetMap-basierten Karten zum Beispiel oft eingesetzt, um Höhenlinienschummerung zum Beispiel in der OpenTopoMap oder in der OpenSnowMap zu machen. Dann auf der Ausgabenseite können wir verschiedene Grafikformate erzeugen. Das ist unter anderem PNG als Bitmap-Grafik, entweder mit dem vollen Farbraum mit 32 Bit oder farbreduziert mit nur einer 8-Bit-Farbtabelle, was bei vielen Kartenstilen sogar reicht. Und dann den Vorteil hat, dass man etwas kleinere Dateien hat. Können direkt als JPEG rendern, als SVG, als PDF, was für mich für meine Druckgeschichten das Interessanteste ist. Und wer es haben möchte, auch noch als PostScript. So, und dann müssen wir den ganzen einmal sagen können, wie soll das, was wir da einlesen, überhaupt am Ende aussehen? Dafür gibt es Stildefinitionen. Die kann man entweder über Programmcode dynamisch erstellen oder man kann sie in einem vorgegebenen XML-Format als komplette Stildateien einlesen. Und es gibt auch bestimmte andere Formate, die in dieses XML-Format konvertiert werden können. Vor allem ist das Kato-CSS, das auch zum Beispiel von dem OpenStreetMap-Standardstil eingesetzt wird. Da gibt es Konverter für, den man einmal über die Kato-CSS-Stildefinition rüberlaufen lässt, dann kommt ein MapNIC-XML-File raus und das kann dann direkt benutzt werden. So, und dann haben wir den großen Block hier in der Mitte. Und zwar ist MapNIC nicht ein eigenständiges Programm, sondern es ist nur eine Bibliothek, die in C++ geschrieben ist und die noch ein bisschen Laufzeitcode rundherum braucht als Kleber, damit man wirklich ein lauffähiges Programm bekommt. Das kann man entweder direkt in C++ schreiben oder, worüber ich heute erzählen möchte, gibt auch sehr gute Anbindungen für Python. Und es gibt auch noch andere experimentelle Anbindungen, zum Beispiel für PHP. Die sind aber alle längst nicht so vollständig wie die Python-Bindings. Und das heißt, als Voraussetzung brauchen wir einmal Python. Da ist es weitgehend egal, ob Python 2 oder Python 3, zumindest für die Sachen, die ich hier zeigen möchte. An den Stellen, wo es einen Unterschied macht, gehe ich drauf ein. Dann habe ich alles vollständig nur mit Python 3, mit MapNIC Version 3 getestet. Die meisten Sachen sollten auch mit MapNIC 2 auch funktionieren. Und für den vollständigen Render-Stack, wie ich den für meinen Druckdienst habe, brauchen wir auch noch Python-Bindings für Chirographics und für die Pango-Bibliothek, die Schriftmanagement vereinfacht.
So, dann beispielhaft, wenn man einen Debian oder Ubuntu hat, dann sollte man nur diese vier Pakete installieren müssen, um eine fertige Laufzeitumgebung zu haben. Leider ist es bei Ubuntu so, in 17.04 hat das wunderbar funktioniert, in den späteren Versionen haben sie es irgendwie wieder kaputt gemacht. Also alle Beispiele, die ich hier laufen habe, brauchen entweder ein Ubuntu 17.04 oder man muss sich Mapnik selber bauen. So, dann nochmal wieder zurück zu Mapnik, was Mapnik von den verschiedenen Eingabeformatanbindungen erwartet oder als Daten bekommt. Es sind immer nur vier verschiedene Arten von Daten. Entweder Punkte oder Linienzüge oder Flächen als Polygone, was uns ja schon von dem OpenStreetMap XML-Format unterscheidet, wo wir eigentlich nur Linienzüge haben und je nachdem, ob sie geschlossen sind oder nicht, kann es ein Polygon sein oder doch nur ein kreisförmiger Weg. Die Trennung haben wir hier klar. Und als vierte Möglichkeit kann man direkt Rasterbilder einbinden, wie zum Beispiel die Höhenschummerung. Und je nachdem, welche Datenquelle man hat, kann es sein, dass dann noch on the fly konvertiert werden muss, wie eben zum Beispiel bei OpenStreetMap XML-Daten, wo erst noch entschieden werden muss, ist ein geschlossener Linienzug jetzt eine Linie oder eine Fläche. Und jedes dieser Objekte, das aus dem Eingabelayer geliefert wird, kann auch zusätzliche Attribute haben, insbesondere hängt oft ein Name dran. Und diese zusätzlichen Attribute kann man auch in Mapnik-Stilen zum einen auswerten, um nur bestimmte Sachen darzustellen, oder auch direkt verwenden, um zum Beispiel daraus automatisch Beschriftungen für Punkte oder für Straßen zum Beispiel zu generieren. So, und dann der Aufbau von den Kartenstilen setzt sich zusammen aus sogenannten Layers, das sind die Eingabedatenformate, die reinkommen. Dann wird das Ganze verknüpft mit Kartenstilen und Renderregeln. Und in den Kartenrenderregeln haben wir dann nochmal die sogenannten Symbolizer, die die eigentliche Arbeit machen. So, und als Symbolizer gibt es erstmal wieder die vier für die grundlegenden Datentypen. Es gibt einen Point-Symbolizer, der mir entweder einfach nur einen Punkt auf die Karte malt oder dem ich eine Bilddatei als PNG oder SVG mitgeben kann, die an der Stelle dann in die Ausgabe reinkopiert werden soll. Wenn man bei den SVG-Symbolen ein bisschen aufpassen muss, es ist keine vollständige SVG-Implementation da drin. Bestimmte SVG-Features wie Farbgradienten kommen nicht unbedingt wirklich im Ergebnis raus. Dann haben wir für Linienzüge den Line-Symbolizer, für Flächen den Polygon-Symbolizer und für Rasterbilder den Raster-Symbolizer. Die bilden also direkt die vier Basistypen ab. Und dann haben wir noch weitere, etwas mehr spezialisierte Symbolizer. Da gibt es den Marker-Symbolizer. Wenn ich den auf einen Punkt loslasse, macht er genau dasselbe wie der Point-Symbolizer auch. Er malt einfach an die Stelle ein Symbol. Aber wenn ich dem einen Linienzug mitgebe, dann kann er das Symbol im vorgegebenen Abstand entlang der Linie immer wieder zeichnen. Und wenn ich ihm ein Polygon mitgebe, dann packt er den Marker einfach in den angenommenen Mittelpunkt des Polygons. Dann gibt es einen Line-Pattern-Symbolizer. Wenn ich nicht einfach nur eine durchgehende Linie zeichnen möchte, kann ich die aus einer immer wieder aneinandergefügten Bilddatei zusammensetzen. Also bei dem Marker-Symbolizer, wenn ich ihn auf eine Linie loslasse, dann habe ich die Symbole mit Lücken dazwischen auf dem Linienzug verteilt. Mit dem Line-Pattern-Symbolizer werden die direkt aneinandergeklebt und geben ein durchgängiges Bild. Es gibt den Text-Symbolizer, der für alle Arten von Beschriftungen verwendet wird. Dann gibt es nochmal den Spezialfall Shield-Symbolizer. Das ist eine Kombination aus dem Marker und dem Text. Das heißt, ich habe erstmal ein Hintergrundbild, über das ich Text drüberlegen will, zum Beispiel für Autobahn- oder Bundesstraßennummern. Und den gibt es in dieser Kombination, weil wenn ich das einzeln mache, erst mit dem Marker-Symbolizer das Hintergrundbild malen und dann den Text darüber, dann kann es sein, dass die nicht wirklich übereinander liegen. Oder es kann auch sein, dass die sich gegenseitig verdrängen und nur eins davon gezeichnet wird.
Mit dem Shield-Symbolizer ist sichergestellt, dass die beiden wirklich als Einheit Hintergrundbild und Text gerendert werden. Und dann gibt es noch den Polygon-Pattern-Symbolizer, der füllt ein Polygon mit einem vorgegebenen Hintergrundmuster. Also zum Beispiel, wie wir es auf deutschen Karten gerne haben, Wald in Grün mit kleinen Baumsymbolen drauf. Das wird dann einfach immer weiter aneinandergereiht, bis die Fläche gefüllt ist. Und wir haben als allerletzten Spezialfall noch den Building-Symbolizer. Der zeigt Gebäude als Pseudo-ISO-projizierte kleine Quader oder 3D-Rechtecke an und kann als Parameter noch die Höhe dazu kriegen, um so ein bisschen eine 3D-Ansicht zu simulieren. Sehen wir gleich auch noch mal alles Beispiele für, aber erstmal, um jetzt endlich zu dem Python-Teil zu kommen, wie bindet man das Ganze in Python ein? Das absolute Minimalbeispiel ist, ich importiere einfach nur die Mapnik-Bindings, lege hier eine Mapnik-Karte an mit 600x300 Pixeln und sage, rendere mir diese Karte in das File mit dem Namen world.png im PNG-Format. Macht natürlich noch nichts, ich kriege einfach nur ein Bild in der angegebenen Größe mit transparentem Hintergrund. Aber damit kann man zumindest schon mal testen, ob die Anbindung und die Installation an sich funktioniert hat. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was sehen, also machen wir mal ein ganz minimales Hello World Beispiel. Legen wir die Karte an mit einer festen Größe 600x300 Pixel, setzen die Hintergrundkarte auf einen Blauton und legen uns jetzt einen Polygon Symbolizer an, der Polygone in hellgrün zeichnen soll. Dann legen wir eine Rendering-Regel an. Zu dieser Rendering-Regel fügen wir diesen Symbolizer dazu. Dann legen wir einen Stil an. Zu dem Stil fügen wir die Regel dazu. Und als letztes geben wir unseren Input-Layer an und laden hier als Input ein Shapefile, das einfach alle Ländergrenzen der Welt in sich hat. Und geben das, fügen diesen Layer noch der Karte hinzu und geben. Nein, nochmal. Wir zoomen noch so, dass der ganze Datenausschnitt vollständig dargestellt wird und geben die Karte wieder in der Datei aus. Und da sehen wir schon ein bisschen mehr. Wir sehen unsere Weltkarte, Hintergrund blau, alle Länder in grün. Und was wir jetzt sogar sehen, ist, dass wir auch Ländergrenzen erahnen können, obwohl wir dafür eigentlich gar keinen Stil angegeben haben. Das liegt daran, dass der Polygon Symbolizer standardmäßig Kantenglättung macht. Deswegen haben wir die Farbverläufe zu den Kanten der Grenzen hin und sehen dann hier die geglätteten Verläufe als Grenzen, obwohl wir eigentlich gar nicht explizit ausgegeben haben. Die ganze Kantenglättung kann man konfigurieren und ich zeige euch gleich, wie man das ausschaltet. Denn als nächstes kleines Beispiel, wir haben jetzt eine Weltkarte und möchten darauf aber auch noch ein bestimmtes Land sehen. Zum Beispiel Deutschland. So, das erste, was ich hier geändert habe, ist, dass ich die Kantenglättung mit Gamma gleich 0 ausgeschaltet habe. Dann lege ich einen zweiten Polygon-Symbolizer an. Diesmal kriegt er die Hintergrundfarbe rot statt grün. Und jetzt füge ich noch eine Renderregel dafür, die aus allen Polygonen, die wir haben, nur genau das herauspickt, dass den Namen Deutschland oder Germany als Attribut mitbekommen hat. Dann fügen wir das alles zusammen. Der Rest ist wieder wie das Beispielprogramm vorhin auch. Und schwupp, haben wir wieder eine Weltkarte. Die angedeuteten Grenzverläufe, die wir eben hatten, sind durch das Gamma gleich 0, durch das Entfernen der Kantenglättung nicht mehr zu sehen. Aber dafür haben wir einen ungefähr deutschlandförmigen roten Fleck. So, jetzt haben wir gesehen, das ist schon alles relativ viel Code, den man hier schreiben muss. Das ist nett, wenn man wirklich einen Kartenstil on the fly definieren oder ändern will. Aber eigentlich haben wir Stile, die relativ konstant über die Zeit sind. Und dann ist es sinnvoller, das Ganze in eine XML-Beschreibung auszulagern. Dann reduziert sich unser Beispielprogramm nämlich nur noch auf, ich lege die Karte an in der gewünschten Größe, ich lade das XML-Stil-File, ich zoome auf die Daten und ich rendere. Und das XML-File jetzt für das Deutschland-Beispiel sieht dann so aus. Ich habe wieder meine Karte mit blauem Hintergrund,
Ich habe meine Länderpolygone in grün. Ich habe das spezielle Polygon, wo ich nach Deutschland filtere, in rot. Ich habe meinen Eingabelayer mit den Grenzen. Und das war's schon. Und wenn man das sieht, das ist noch ungefähr ein Drittel der Zeilenzahl, die ich vorher gebraucht habe. Ist also im Allgemeinen der kompaktere und je nachdem, wie man XML mag, auch der lesbarere Fall. Das Ergebnis sieht wieder genauso aus, weil die beiden Ansätze äquivalent sind. So. Dann habe ich hier nochmal im Schnelldurchgang eine Übersicht über die verschiedenen Symbolizer und benutze jetzt nicht mehr tatsächliche Geodaten als Eingabe, sondern einfache GeoJSON-Files, wo nur ein paar Punkte oder einzelne Linien drin sind. Also hier mein GeoJSON-File sieht so aus, da sind einfach nur zwei Punkte drin. Und wenn ich das Ganze rendere, bekomme ich auch nur zwei schwarze Punkte. Wobei die Punkte hier tatsächlich in Wirklichkeit eine PNG-Bilddatei sind. Und wenn wir hier noch einmal auf den Code schauen, ich habe hier nicht nur ein Zoom-All drauf, damit die Daten komplett drauf passen, sondern nochmal das Map-Zoom minus 1,1. Das heißt, ich möchte nochmal 10% rauszoomen, damit die Bilder nicht genau an dem Mittelpunkt von dem Punkt, wo sie gerendert werden, abgeschnitten werden. Denn wie groß das Bild ist, das ich an der Stelle platzieren will, das weiß Mapnik an der Stelle noch nicht. Das zoomt einfach nur genau auf die Bounding Box von meinen Geodaten. Also ein bisschen weiter rauszoomen und die Punkte sind vollständig drauf, werden nicht abgeschnitten. So, dann hier nochmal ein Beispiel für einen Linienzug. Da habe ich jetzt eine Stilregel, die zwei Sachen macht. Zum einen zeichnet sie eine dunkelblaue Linie und setzt dann nochmal Text drüber mit ein paar Attributen, die genauer sagen, wie der Text aussehen soll. Das Ergebnis sieht dann so aus. Die blaue Linie wird zuerst gerendert, der Text wird drüber gerendert. In der Textdefinition habe ich noch drin, dass der Text schwarz sein soll und noch einen leichten weißen Rand rundherum haben soll, damit man noch erkennen kann, wenn da über was anderes Schwarzes drüber läuft. Dann kann ich bei dem Line Symbolizer auch noch die Linienstärke festlegen. Ich kann ein Dash-Array-Bit geben, das heißt, ich kann gestrichelte Linien definieren. Das Dash-Array ist einfach nur eine Folge von Längen, die man sagen, wie lang ist der Teil, wo die Linie da ist, wie lang ist die Lücke, wie lang ist der zweite Teil und so weiter. Also hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, hier ist die obere Linie. Die beiden unteren hatten jeweils nur zwei Werte. Dann, wenn man es ein bisschen komplexer haben will, dann gibt es den Line Pattern Symbolizer. Dem gibt man eine Bilddatei mit, die direkt aneinander gefügt wird. Das heißt, oben habe ich als Bild einfach eine schwarze Linie mit einem roten Kringel drin. Im zweiten Beispiel zwei Fußabdrücke und unten aus dem OSM-Stil, wie eine Böschung gerendert wird. Und es wird dann das Bild passend zueinander gehängt, dass man durchgehenden Verlauf hat. Dann bei den Polygonen kann ich zum Beispiel Hintergrundfarbe und Transparenz mit angeben. Bei dem Polygon Pattern Symbolizer, hier haben wir mal ein Foto von einem Wald, um eine Fläche zu rendern. Dann mal als Beispiel den Building Symbolizer, wobei hier noch keine Gebäudehöhen mit reinkommen, aber man sieht schon, dass es ein bisschen Pseudo-3D wird. Das ist jetzt aus der Cycle Map einfach kopiert. Ja, gehen wir die. Noch mal ganz schnell. Was man oft auch gerne möchte, man möchte noch vielleicht Beschriftung um die Karte haben oder noch Sachen drüber rendern, die Mapnik selber nicht kann. Dann hat man die Möglichkeit, nicht einfach direkt in der Datei zu rendern, sondern man macht sich erst einen Chirographics Surface auf, das heißt eine Fläche, in die man reinmalen möchte und einen Kontext, der das eigentliche Malen übernimmt. Dann geht es erstmal wieder weiter wie vorher. Aber wir rendern jetzt nicht mehr direkt in der Datei, sondern wir sagen, rendere diese Karte in die vorgegebene Chirographics-Oberfläche. Und dann können wir vorher oder nachher noch mit Chirographics Direktausgaben machen. Wie hier zum Beispiel packe ich noch ein Rechteck mit über die eigentlich gerenderten Daten drüber. Oder man kann auch einen SVG-Image einbinden.
Das ist jetzt der einzige Punkt, der im Beispiel muss in Python 2 und Python 3 ein bisschen unterschiedlich ist. Und damit habe ich hier diesen wunderschönen Nordpfeil als SVG in meiner Karte mit drin. Und ich kann auch noch weiteren Text hinzufügen. Und zusammengefasst wird das zum Beispiel von MapBiosmatic benutzt, wenn ich druckbare Karten generiere. Das heißt, die Karte ist von MapNIC gerendert, der Straßenindex, die Überschrift und unten der Copyright-Hinweis ist mit Calvo Graphics anschließend dazugepackt. Hier noch ein Beispiel, wo auch noch in die eigentliche Karte noch Sachen drüber gelegt werden, wie dieser rote Sie sind hier Kreis und die Marker, die in dem Seitenindex erwähnt werden. Und was ich aus den letzten 3 Jahren, wo ich damit mehr oder weniger unfreiwillig gebastelt habe, gelernt habe, man muss nicht wirklich viel Python-Code schreiben, um Ergebnisse zu kriegen. Die Arbeit steckt vor allem auf der MapNIC-Stilseite. Es ist vor allem eine flexible Lösung, um Kartendaten mit eigenen Grafikausgaben zu kombinieren. Und ganz große Erkenntnis, die MapNIC-Dokumentation ist noch sehr suboptimal ausbaufähig, um es mal freundlich zu sagen. Ja, ja. Möchte ich mich einmal dann bei meiner Helferkatze bedanken. Und dann danke an die Katze und an Hartmut für den Vortrag. Gibt es Fragen soweit? Hallo, mit den ganzen Symbolizern, ist es möglich, die datenabhängig zu variieren, dass man sagt, ja, Building ist gleich Public? Ich verstehe kein Wort. Akustisch? Akustisch. Okay. Okay, ist es möglich mit diesen ganzen Symbolizern, dass man die data-driven macht, also dass man variable Layouts hat? Insofern, wie ich es hier bei dem Deutschland-Beispiel hatte. Hier haben wir in der zweiten Regel haben wir den Filter drin, nach dem Attribut Name gleich Germany. Das heißt, die Datenquelle mit Layer muss Attribute mitbringen, nach denen man filtern kann. Also dasselbe Thema, aber könnte ich zum Beispiel auch Farben übergeben oder Transparenzen, also wirklich die Zeichnungsparameter? Ja, man kann auch das Attribut in eckigen Klammern auch in XML-Attributen auch einsetzen. Das heißt, man kann auch direkt aus dem Datenlayer zum Beispiel übernehmen, zum Beispiel bei dem Building-Layer könnte man die Gebäudehöhe direkt aus den Eingabedaten mit einfließen lassen. Ah, okay, danke. Gut, dann hätte ich noch eine letzte Frage dazu, und zwar bei diesen komplexeren Symbolizern. Merkt man die in der Performance? Gute Frage. Also alle Performance-Probleme, die ich bis jetzt hatte, waren eigentlich immer auf der Datenbankabfrageseite oder wenn sehr große Dokumente erzeugt werden. Aber ich kann das nicht an einem konkreten Symbolizer festmachen, dass der mir performance-kritisch wäre. Okay, ja, dann danke nochmal für den Vortrag und... Ja.